Hallo zusammen zum nächsten Part Zelda Ocarina of Time mit einem Himmel im Hintergrund. Lesen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich weiß auch nicht, was du da liest. Navi will mir was sagen. Der Dekobaum wollte, dass wir die Prinzessin im Schloss von Hyrule besuchen. Sollten wir uns nicht etwa beeilen? Was glaubst du, was ich mache? Ich habe da gerade irgendwo eine Aktion gelesen. Kämpfen. Irgendwas hat es doch mit dem Stein hier auf sich. Kann ich da irgendwas mitmachen? Nö, offensichtlich nicht. So, hier muss ich doch irgendwas mit diesem Stein machen können. Es wird Nacht, praktisch. Gehen die Wachen da vielleicht weg oder so? Hier ist irgendwas mit diesem Stein, ernsthaft. Keine Ahnung. Was soll denn das? Keine Ahnung. Das gibt's doch nicht mehr. Ich muss doch irgendwo wie diesen Dings da an der Seite kriegen. Ich will nicht lesen. Deku-Stab bringt da auch nichts. Ja. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie irgendwelche Kombinationen gibt, bestimmte oder sowas mit dieser Ocarina. Wahrscheinlich, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich muss das doch irgendwie aufkriegen oder so. Hier, komm. Noch eine Deku-Nuss. Kann ich da vielleicht irgendwie mal versuchen, mich lang zu schleichen oder so? Komm, mach auf. So, an dem Stein, da kann ich ja ewig noch versuchen wahrscheinlich. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ach so, zack. Komm. Einen Moment mal, willst du mich verarschen? Das war's jetzt mit der Nacht? Schau mir in die Augen und wisse, es ist, ja. Das muss an dem Stein sein, ey. Ups. Autsch. Was soll denn das? Ich will wissen, was das ist. Sackgasse. Richtig. Bums. Entschuldigung. Ehrlich gesagt, das hat so auch keinen Sinn, jetzt ewig nachzugucken, was da denn sein könnte. Ich würde sagen, ich beende diesen Part hier. Ne, Quatsch, ich gucke eben kurz nach. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Schau ich mal auch gleich nebenbei nach. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Zelda Ocarina of Time. Tschö. Ich bin ein Idiot. Vor allem, weil dieses dumme Dings nicht will. Denn das erste Mal komme ich hier noch gar nicht vorbei, habe ich gehört. Deswegen, hallo Leute. Hey, Kleiner, halt, stehen bleiben, im Namen des Königs. Das habe ich mal so nebenbei rausgefunden, ne? Also, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Also, ich komme an dem Stein nicht vorbei. Wer bist du?
Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen und würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Na gut, sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf, du wirst es gebrauchen können. Ein seltsames Ei, es scheint, als würde es sich darin etwas bewegen. Ja. Ich habe gehört, dass ich dieses Ei bekommen soll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt schon bekomme. Da unten. Ich pack das mal für die Dekonuss rein. Was stand da? Es sieht ganz so aus, als würde dieser Gegenstand hier nicht benötigt. Ich weiß nämlich, dass ich den benutzen muss. Wofür auch immer. Ich würde erstmal vorschlagen, dass wir gucken, dass wir noch ein paar Rubine zusammenbekommen. Ein paar Münzen und damit diesen hyrillischen Schild, wie auch immer, Dings zu bekommen. Entschuldigung. Hat ja sonst auch nicht großen Sinn, hier doof rumzustehen oder so. Deswegen gehen wir mal weiter. Hier raus vielleicht. Vielleicht sind ja hier die Kisten wieder gespawnt. Könnte ja sein. Was habe ich gesagt? Bums. Schön. Mag ich. So. So. Jetzt können wir nochmal zu dem Dingshändler gehen. Aber wie gesagt, und jetzt müssen wir irgendwie... komm, Link, mach, was ich dir sage. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich wollte jetzt nochmal zu dem Waffenhändler gehen und wie gesagt, dieses eine Schild holen. Das war, meine ich, hier. Und dann gucken wir mal, was es da mit diesem Ei auf sich hat. Willkommen. Ja, schon klar. Mein heißer Artikel ist seit der Hylia-Schild. Aber für dich ist er wohl eine Nummer zu groß, kleiner. Nein, ist er nicht. Ja, kaufen. Why not? Tadadada, der Hylia-Schild. Ja, ins Ausrüstungsmenü. Nee, jetzt habe ich kein Geld mehr. Will ich den auch gleich mal auswählen? Das war mal hier. Komm. So. Jetzt habe ich einen viel cooleren Schild. Yay. Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich weiß, dass ich jetzt dieses Ei habe. Sagt das jetzt? Sieht ganz aus, als würde dieser Gegenstand hier nicht benötigt. Das hilft mir ungefähr gar nichts. Ich gucke nochmal nach. Bis gleich. Also, ich soll einfach nur warten, bis das Ei geschlüpft ist. Ja, was sagst du? Verglichen mit den streunenden Promenadenmischungen ist das Fell meines Hundes prächtig und glänzend. Sieht voll dreckig aus, das blöde Biest. Komm, stirb, du dummes Ding. Was sagst du? Warst du schon einmal auf der Lon-Lon-Farm, Kleiner? Yep. Die Milch dort ist köstlich. Außerdem gibt es da viele Pferde und die junge Tochter des Farmers ist richtig süß. Zur Farm kommst du, wenn du nach dem Ortsausgang durch die Steppe nach Süden gehst. Besuche sie unbedingt einmal. Aber werde ich dann mal machen. So, dann will ich mal hier reingucken. Ich habe ja Zeit. Hallo? Ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Aha. Schwuchtel. Dekonüsse. Irrlicht. Dies ist ein Geist in einer Flasche. Verkaufe ihn an jemanden, der solch verrückte Dinge mag. Okay. Fisch. Frisch gefangen. Du kannst ihn mit einer Flasche aufbewahren. Ja, 200 Rubine für einen dummen Fisch. Natürlich. Käfer. Dafür brauchst du eine leere Flasche. Sieht eigentlich wie ein gewöhnlicher Käfer aus.
Du bist aus Feuer, dafür brauchst du eine leere Flasche. Benutze es, um Eis zu schmelzen. Das ist schon praktischer. Fee, dafür brauchst du eine leere Flasche. Begib dich nie ohne Fee in ein Labyrinth. Rotes Elixier. Damit füllst du deine Energieleiste vollständig auf. Zur einmaligen Anwendung. Nett. Damit füllst du deine Magieleiste vollständig auf zur einmaligen Verwendung. Okay. Keine Ahnung, wie meine Energieleiste aussieht. Ich lasse es erstmal dabei noch. Jetzt will ich erstmal hier noch gucken, was es hier Spannendes gibt. Kommt da gerade so eine Idee. Die steinerne Statue scheint dir etwas sagen zu wollen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sollen Gräber sein. Kann das sein? Ah, hier muss ich rum. Okay. Ja, nochmal Szenenwechsel. Warum nicht? Ist ja ganz praktisch. So. Zitadelle der Zeit. Schön. Da sehen wir auch schon gleich das Triforce. Nett, nett, nett. Und... irgendwie erinnert mich das gerade an Halo. Ich habe keine Ahnung warum. Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jener mit den drei heiligen Steinen nehme seine Ocarina zur Hand und spiele hier die Hymne der Zeit. Einen heiligen Stein haben wir. Wir haben die Ocarina, aber uns fehlt die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Ich kenne die Hymne der Zeit nicht. Wahrscheinlich muss ich die noch auswendig lernen oder so. Oh mein Gott. Ja. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas sonst finden. Irgendwas Praktisches. So. Gut, dann hätten wir das auch uns angeguckt. Fehlen uns noch ein paar Geschäfte, meine ich. Die will ich mir noch angucken. Und hier ist noch ein Haus, genau. Rein da. Ist das ein Maskenhändler? Welch merkwürdiger Laden. Ich frage mich, wann er öffnet. Ich habe zwar das Schild gelesen, aber es ist doch sehr seltsam. Oh, hier steht niemand. Maskenhändler, bitte das Schild lesen. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft. Wir leihen sie dir nur. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelleres Modell. Du kannst auch eine bereits verkaufte Maske nochmals leihen. Du kannst sie nur einmal verkaufen. Probiere es einfach mal aus, der Maskenhändler. Komisches Bezahlmodell. Ernsthaft. So, dann gehe ich mal hier als nächstes rein. Das ist wahrscheinlich irgendwas mit Bogen oder Fernkampf oder sowas. Schießbude. Ein Spiel kostet 20 Rubine. Es gibt 10 Ziele, du kannst. 15 Versuche. Nutze deine Chance. 10 Treffer Überraschungspreis. 8 bis 9 Treffer zweite Chance. Ja. Dies hasst der Betreiber. Leute, die an der Theke lehnen. Leute, die andere belästigen. Okay, ich habe nicht mal 10 Rubine. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Nein. Na gut, dann eben nicht. Ja, schade, ich habe jetzt gerade nicht 20 Rubine. Dann lassen wir das auch. Dann gucken wir mal in die Richtung, weil hier geht auch noch eine Straße lang. Die will ich mir auf jeden Fall angucken. Was sagst du? Komm, einfach so. Hey, was ist schlimm daran, den Tag über rumzuhängen, Kleiner? Was willst du? Tja, keine Ahnung. Da ist eine Tür, da will ich rein. Lesen? Alter, was ist hier los? Komisch. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Mensch, Link, ey, du bist... Nee, das war die Olle. Naja.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Ja. So, gehen wir hier mal noch weiter. Noch überall Türen. Hey Kleiner, ich verrate dir etwas. Ich hörte, dass sich in der Nähe des Schlosses eine geheimnisvolle Quelle befinden soll. Interessant. Gucken wir hier nochmal rein. Finden aber nichts. Okay, dann wieder raus. Einfaches Wohnhaus anscheinend. Nicht zum kaputt machen. Komm, komisch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Die Programmierer waren zu faul, richtig. Da kommen wir hier wieder raus. In der Tür, das war wahrscheinlich die, die wir gerade uns angeguckt haben, oder? Yep, da kann ich auch nur lesen. Gut, ist hier noch eine Seitenstraße? Ja, scheint so. Wollen wir da nochmal rein? Nö, geht doch nicht. Hier oben noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe. Das war der Magilan, da ist die Zitadelle. Okay, dann hätten wir, denke ich mal, alles. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Zelda Ocarina of Time. Tschüss.